Es gibt bestimmt wenig, über das Physikerinnen und Physiker so heiß debattieren wie über die Stringtheorie. Denn da fängt es schon an. Handelt es sich überhaupt um eine Theorie, wenn man sie weder beweisen noch widerlegen kann? Dennoch ist auch klar, die Stringtheorie schafft es nicht nur, die Struktur der Materie in ihren kleinsten Bausteinen, sondern zeitgleich auch das Universum im Großen und Ganzen zu erklären. Quasi eine Theorie von allem. Eine super spannende Sache also. Und so habt ihr euch das als Thema für dieses Video gewünscht auf WhatsApp. Alle wichtigen Facts zur Stringtheorie bekommt ihr also jetzt. Herzlich willkommen bei Klicksum Science and Fiction. Erstens, die Stringtheorie kurz und knapp erklärt. Mit unseren Vorstellungen von einem dreidimensionalen Raum, indem wir uns in unserem Alltag bewegen, kommt man bezüglich der Stringtheorie nicht sehr weit. Denn hier gibt es einfach gesagt viel mehr als links und rechts und hoch und runter und vorwärts, rückwärts. Stringtheoretiker gehen davon aus, dass es sehr viel mehr Dimensionen gibt. Ein weiterer Punkt der Stringtheorie, es wird davon ausgegangen, dass Materie nicht aus Atomen oder noch kleineren Teilchen besteht, sondern eben aus Strings, die sich in einer zehndimensionalen Raumzeit bewegen. Vorzustellen wie Fäden oder Linien, die wie die Saiten einer Gitarre schwingen. Und der folgende Effekt sprengt unsere Vorstellungskraft noch einmal mehr, denn einige Dimensionen sollen quasi eingerollt sein, also ein bisschen so, wie wenn man ein Foto des Universums zusammenrollt. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall super spannend. Nicht Materie stößt sich hier gegenseitig ab, sondern Schwingungen. Also das hier, das sind quasi Schwingungen, die irgendwie nicht zusammenkommen. Wie bei Schall oder Licht, ja, wo wir ja auch nichts zu fassen bekommen, verhält es sich auch mit der Materie, nur dass sie anders miteinander reagiert. Eine absolut spannende Vorstellung. Alles sind nur Schwingungen, Strings. Zweitens, wie und warum ist die Stringtheorie entstanden? Ja, ins Leben gerufen wurde die Stringtheorie durch Experimente mit Protonenkollisionen, wie beispielsweise am LHC, dem Large Hadron Collider bei Genf. Denn tatsächlich wirkt es so, als seien die einzelnen Quarks durch elastische Fäden miteinander verbunden. Und so haben Teams aus theoretischen Physikern und Physikerinnen schon vor einiger Zeit versucht, die Eigenschaften der sogenannten Hadronen mit dem Schwingverhalten eindimensionaler Saiten bzw. Fäden zu erklären. 1970 kamen dann die ersten Stringtheorien heraus, aber es sollte noch mindestens 30 Jahre dauern, ehe dann so etwas wie ein Durchbruch in Sachen Strings erzielt werden konnte. Drittens, wofür ist die Stringtheorie überhaupt zu gebrauchen? Es ist keineswegs so, dass die Stringtheorie in den Laborkellern dieser Welt verrottet. Im Gegenteil, denn sie hat eine Sache tatsächlich geschafft. Ihr wisst es vielleicht, dass man sowohl die Quantenmechanik als auch die allgemeine Relativitätstheorie als Eckpfeiler der Physik bezeichnen kann. Beide sind rund 100 Jahre alt. Und auch wenn sie sich bestens bewährt haben, kann man sie nicht wirklich zusammenbringen. Doch die Stringtheorie ist die heißeste Kandidatin dafür. Durch sie können theoretische Unvereinbarkeiten zwischen der Quantenphysik und der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein erstmals aufgelöst werden. Das Besondere an Strings ist zudem, dass man mit ihnen Objekte bilden kann, die schwarzen Löchern ähneln. Und schwarze Löcher wiederum sind großartig, um die Quantenaspekte der Gravitation zu erforschen. In den 90er Jahren gab es dann in diesem Zusammenhang den großen Durchbruch. Es ging um Hadronen, also alle Teilchen, die Quarks enthalten. Die Forschungsteams fanden damals heraus, dass es nicht nur eine einzige Theorie für die hadronische Physik gibt. Stattdessen entdeckten sie neue Modelle, mit denen sich die Stringtheorie in einer fünfdimensionalen Raumzeit beschreiben lässt. Und das bedeutet auch, wir sind nicht in der Lage zu unterscheiden, ob die reale Welt vier- oder fünfdimensional ist. Es kommt stattdessen auf die Perspektive an, nämlich ob wir sie als eine Welt aus Teilchen oder eben aus Strings, aus Fäden betrachten. Physikalisch gesehen hat jedenfalls beide dieser Beschreibung ihre Vorzüge. Der Vorteil der Stringtheorie, sie beschreibt vor allem große Abstände zwischen den Quarks sehr gut. Das kann die Quantenchromodynamik nicht so verlässlich liefern. Viertens, wie kann man die Stringtheorie visualisieren oder gar messen? Ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik hatte 2016 gemeldet, dass sie die versteckten Dimensionen der Strings entdeckt haben, und zwar in Gravitationswellen. Die Existenz von Gravitationswellen hatte bereits Albert Einstein vorausgesagt, doch er bezweifelte damals noch, dass man ihre Existenz jemals nachweisen könnte. Möglich wurde das dann durch die beiden LIGO-Detektoren in den USA. LIGO steht für Laser Interferometer Gravitation Wave Observatory. Doch was hat das genau mit Strings zu tun? Das Forschungsteam hatte berechnet, dass die zusätzlichen Dimensionen der Raumzeit, die die Stringtheorie voraussagt, Auswirkungen auf die Gravitationswellenstruktur haben könnte. Und genau dies müsste man nachweisen, um die Stringtheorie zumindest indirekt zu bestätigen.
Die Detektoren für Gravitationswellen sind dafür allerdings momentan nicht empfindlich genug. Für die Bestätigung müssen wir also noch auf den riesigen Gravitationswellendetektor LISA warten, der zwischen Sonne und Erde gebaut wird und der ja frühestens irgendwann in den 2030er Jahren voraussichtlich starten wird. Fünftens, wie sieht die Zukunft der Stringtheorie aus? Im Gegensatz zu anderen Rechentechniken steckt die Stringtheorie quasi noch in den Kinderschuhen. Ihre Entwicklung ist mühselig und zeitintensiv. Geforscht wird dazu beispielsweise am deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Hamburg. Fest steht aber, solange es nicht mehr Hinweise zur Stringtheorie gibt, wird auch die Diskussion um sie nicht beendet sein. Wenn ihr also nichts zur Stringtheorie und zu allen anderen Themen verpassen wollt oder als erstes informiert werden wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp und den anderen Messengern. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Einfach hier draufklicken. Und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie. Und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Gravitationswellen. Jetzt geht die Forschung richtig los. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.